Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 auf Stuntman TV wird Ihnen präsentiert von Duff Bier 0,0 und Big Kahuna Burger. Willkommen in Jekaterinburg, meine Damen und Herren. Japan, Senegal. Spieltag 2 in der Graupengruppe H. Senegal gegen Japan. Gehen wir rein ins Spiel, 6. Minute. Ja, Senegal geht dazwischen. So. Auf Mané, den kennen wir gut. Und da zieht er ab und dann macht er die Bohle. Zack. Mann aus Liverpool. Ah, ja, natürlich der Star seiner Mannschaft. Und da liefert er auch direkt. Ja, mit einem Griezmann-Jubel. Interessant, interessant. Ja, hier. Geile Bude. Das war nicht leicht zu nehmen. Ball kommt von hinten. Er hat lässt ihn über sein Bein fliegen, zieht dann Volley ab und versenkt ihn unten im Netz. Schön gemacht. Dann sind wir in der 12. Minute. Die Japaner vom Tor. Ah, Hand. Schiedsrichter hat sich gesehen. Die Japaner spielt weiter. Und ja, gute Chance. Sehr fair von ihnen, dass sie da nicht auf Freistoß reklamieren, sondern einfach weiterspielen. Oh, aber abseits. Das ist natürlich bitter, aber gut. War jeder neben, nicht ganz so schlimm. 30. Minute, wieder die Japaner. Boah, hart vom Ball getrennt. Ah, was macht der Senegal? Spiel raus, Balde. Spielt ihn rein. Oh, oh. Da verpasst Mané. Versucht das Zaubertor und dann hauen die Japaner sich das Ding fast selber rein. Boah. Heikle Situation. Dann sind wir in der 2. Halbzeit. Sadio Mané beim Freistoß. Zieht ab. Oh, oh. Ja, der bessere Freistoß, den wir bei dieser WM gesehen haben. Aber trotzdem nicht so richtig gut. Das liegt vermutlich am neuen Ball, am Tate Star. Die Spieler kommen damit einfach nicht gut klar bei den Freistößen. Vielleicht stellen sie sich im Laufe des Turniers noch besser auf ein. Dann 80. Minute wieder Senegal auf Außen. Balde. Chippt den Ball hoch rein, Mané ist da und ah, das kennen wir von unserem Schiedsrichter bei dieser WM. Wieder mal ein äußerst zweifelhafter Elfmeter, da war nichts zu sehen. Aber Bryce Battleman von Barbados, ja, ist wohl auch nicht ganz frei von Bestechungsvorwürfen. Ja, Japaner versuchen nochmal zu wechseln. Um Mané weiter zu verunsichern. Abina, wo er wahrscheinlich hinschießen wird, tut er auch. Und zack, drin ist die Bude. 2-0. Bitter für die Japaner. Ah, lässt er sich gar nicht mehr einfangen. Insgesamt schon verdient. Das 2-0 für Senegal. Die haben einfach mehr fürs Spiel getan, aber na gut. Solche Elfmeter wollen wir eigentlich nicht sehen. Keine Ahnung, was da mit den Schiris los ist. Sie pfeifen wie die Wilden. Und wie gesagt, die FIFA spielt uns auch keine Wiederholung ein in dieser strittigen Situation. Da ist ein komplettes Embargo. Ja, klar. Wenn man die Spiele schiebt, da muss man natürlich versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Das gelingt ihnen soweit ganz gut. Aber das soll von hier oben gewesen sein. Bleib unsportlich, mach es gut.